Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zu Don't Damn It Stuff. Wir haben wieder richtig Bock, wir sind am Start und es ist halt immer noch Winter und wir kochen uns gerade so ein bisschen was. Die Idee ist quasi, wir wollen scouten, wenn ihr die Folgen bei Maximilian gesehen habt, wir wollen uns jetzt immer so Ziele setzen. Mein Ziel sind für diese Folge die Tentakelländer, wie ich sie liebevoll nenne. Wir waren letzte Folge schon in Goldland, war nicht so spannend. Nee. Und mein Problem ist, ich brauche ein bisschen mehr Nahrung. Und das heißt, ich werde diesen Tag aufwenden, um alle unsere Feiern abzugehen. Und keine Kill in rauen Mengen zu töten. That's the plan. Beheben am besten ein paar auf, weil wir wollen noch dieses Gerät bauen. Dieses Magiegerät. Das würde ich noch machen wollen. Dazu muss Holz hacken. Und wir können aus dem gekochten Monsterfleisch, können wir die ganze Zeit, also kann ich dir Klöpse machen. Mit Eis und Monsterfleisch kann ich dir echt viele Fleischbällchen machen. Ja, das ist cool, aber warum brauchst du die Kanickel dann? Die Kanickel brauche ich für den Pestilator. Der braucht irgendwie den Hut, Bretter und 4 fucking Kanickel. 4? Und das ist quasi unser Zaubergerät anscheinend. Was es genau macht, wissen wir leider noch nicht. 4 Kanickel ist halt jetzt ein bisschen. Da muss ich mal gerade Sachen abladen, weil 4 Kanickel verbrauchen ja 4 Slots. Die kann man ja nicht stacken, ne? Nee. Okay. Und ich mache dir dabei jetzt ungefähr 5000 Hackbällchen, pack die alle in den Kühlschrank. Das ist geil. Also quasi Eishackbällchen, aber den Unterschied schmeckt man ja nicht. Nee. So, ich hau da mal alles an Essen, was ich gerade dabei habe, da noch rein. Einmal Kebab kann ich mir jetzt noch reinpfeifen. So. Sanity ist gerade auch okay. Ja. Und beim letzten Mal haben wir quasi so ein bisschen den Norden quasi erkundet. Und ich würde mich gerne expeditionsmäßig auch nochmal woanders quasi hintrauen. Also irgendwie, wie gesagt, gibt mir das Sehen der gesamten Map ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl. Also wie gesagt, ich würde dir übel gerne die Tentakel in dieser Folge zeigen. Weil das letzte Mal war das ja der Plan, aber irgendwie sind wir nicht dahin gekommen. Weißt du? Mhm. Alter, hier sind nur noch Happen drin. Die ganzen Kanicke sind schon tot. Ja, ist aber chillig. Wir waren ja auch echt lange nicht mehr dort. Ja, ich weiß, aber deswegen, weißt du, deswegen kann ich dir nicht deine 4 Kanicke mitbringen. Ach, ja, oh, stimmt. Fuck, ja, da war noch ein Kanicke drin. Aber während ich hingegangen ist es zum Happen geworden. Das hatte ich gesehen und hat den Freitod gewählt. Okay, warte mal. Also ich habe halt 6 Happen dabei, das ist halt auch geil. Ich habe halt nur nichts, um es zu verarbeiten, aber du hast Eis, ne? Ich habe jetzt 16 Eis. Okay, und du mit 3 Eis und ein... Ja, und ich würde aber erstmal das Monsterfleisch, was ich noch von vor uns habe, das würde ich erstmal... Monsterfleisch und 3x Eis ist was Essbares? Ja! Das sind die Fleischklöpfchen. Das ist halt übel, Gigi. Also ich meine, die HP-Heilung ist da nicht so groß, aber du wirst brutal satt. So, gerade wenn du wenig Mageninhalt hast, macht das Ding locker die Hälfte wieder hoch. Also ich habe 2 Kanicke jetzt auch dabei. Na gut, die kannst du killen. Weil sind zu wenig. Ja, vielleicht finde ich ja noch welche, aber ich weiß. Gott sei Dank sieht man auch die Fallen auf der Minimap. Das ist halt echt geil. Ich habe auch nochmal ein Ei gefunden. Achso, die Gräser soll ich ja auch immer machen, ne? Jetzt müssen wir ja, Gräser sind muy importante. So. Ich komme jetzt nochmal mit einer übelsten Ladung Eis und mit einer übelsten Ladung Holz wieder. Das ist so jetzt mein grober Plan. Und okay. Ich würde jetzt halt Fleischklöpse ohne Ende machen. Und dann machen wir die Expedition des Grauens. Okay, ich würde einfach das Kanicke in den Kühlschrank packen. Lol. Und dann beim nächsten Mal holen wir uns dann einfach die... Weißt du? Denk dran, ist bald wieder Nacht, ne? Also Ultranacht. Ah, Ultranacht, ne? Ultranacht ist immer ein Problem. Nacht an sich ist ja nicht schlimm. Aber du hast noch den Helm, ne? Theoretisch kannst du da... Also, ich glaube, eine gute Idee ist halt, nachts diese Gräser und sowas zu raiden. Weil du halt mit dem Helm noch halbwegs gut arbeiten kannst, ne? Ach, du meinst den Helm? Bei diesen komischen Leuchthelm, den du irgendwo gefunden hast. Alter, du hast gerade gefroren schon wieder, ne? Ja, ich friere immer, aber ich habe es relativ gut im Griff mittlerweile. Also ich friere immer so ganz, ganz kurz davor und dann ist wieder fein. Ah, ich kann die Kanicke nicht im Kühlschrank tun, ja, dann werdet ihr jetzt leider getötet. So, wir haben 9 Happen da drin, das ist halt schon geil. Ich meine, ich kann auch die Happen erstmal kochen. Und 2 für 2 nehme ich die mit. Oh, wir können die aufhängen, ich hänge die mal auf. Ja, aber nicht alle. Wieder nur ein paar. Aber du hast doch das Monsterfleisch noch zum Kochen. Naja, ich koche jetzt auch, ich tue alles sofort rein. So. Dann hänge ich die normalen Happen auf und das Monsterfleisch kochen wir mit Mais. Das ist geil. Nice. Ah, das geht in eine richtig gute Richtung, Maxim. Das freut mich. So, jetzt müssen wir nur noch nie vergessen. Die Geschichte hier. Kannst du das rausholen kurz? Da kann ich gleich Eis wieder reintun. Ja, klar. Nee. Boah, jetzt hab ich die Beine gegeben. Eis rumtragen macht übrigens auch kalt, haben die Leute auch gesagt. Oh,
Okay. Ist halt so eine Sache, an die ich halt legit nicht, not even close denke, so. Ja, ihr wollt wieder hier Scheiße machen, ne? Aber meine Sanity ist leider zu krass. Ja, meine Sanity ist nicht so krass, aber ich muss halt demnächst mal wieder fighten, dann ist das alles wieder entspannter. So. Hm. Ah, das liegt da. Ah, das war ich wahrscheinlich, ne? Ich könnte halt noch meinen Rucksack bauen. So, Swaggedy, Swaggedy. Der Rucksack ist halt. Du hast mir noch eine Waffe gemacht, ne? Hier noch eine Rüstung, oder? Die habe ich, glaube ich, schon irgendwo hier reingetan. Ich glaube, die ist bei Chester drin. Ja. Hier, ich leg's hier hin, bevor es verbrennt. Danke. Da hast du noch ein bisschen was dabei? Irgendwie so irgendwas anderes, wie Bären oder Eis? Nee, ne? Ich habe ein Ei noch dabei und Zweige halt, ne? Soll ich mal ein Ei, Monsterfleisch und Zweige probieren? Puh. Ja, probier. Aber wir haben auch, also hier sind auch noch eine Karotte und 4 Happen drin, ne? Nämlich die Karotten. Oder die Karotte. Ja, du kannst auch einfach ein Happen, ein Monsterfleisch, ein Eis und ein Zweig machen. Da kommt immer Kebab raus. Weißt du? Zweige sind halt auch geil. Ja, ich will das Monsterfleisch auf jeden Fall gut verwerten, weil das wird unfassbar schnell schlecht. Also selbst das Gekochte, also das ist halt okay. Das sollten wir auf jeden Fall nicht machen. Was hast du getan? Also, ich habe ein Monster, eine Karotte. Ah, okay. Wenn man. Ich weiß nicht, warum das mit 4 Eis geht, aber normalerweise ist quasi immer, wenn das einzige Fleisch ein Monsterfleisch ist, ist es halt kacke, ne? Ja, außer du machst halt nur Gemüse dazu. Aber das hat jetzt geklappt. Das war jetzt gerade, das, was du jetzt gerade hast. Ja, war Monsterfleisch und ein Happen, ne? Nee, das war Monster, Ei, Stock und Möhre oder so. Okay. Interessant. Aber ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, relativ viel. Ja, ich werde jetzt die Happen noch kochen, aber die dadurch einen Ticken besser sind. So. Ja, geil. Dann nehme ich mir mal 2 Fleischklöpse mit, den Kebab, das Ding. Geil. Dann würde ich sagen, bringe ich dich jetzt zum ekelhaftesten Ort der Map. Ja, warte, ich lagere jetzt auch nochmal den sinnlosen Shit ein. Helm tue ich auch nochmal weg, den Zylinder machen wir sowieso irgendwann. Ja. So. Oh, ne, warte, eine noch. Ja, schon. Okay. So, ich bin da. Ich bin mental komplett bereit. Okay. Ja, dann auf in den Krieg. Auf in den Krieg. Oh, wir können den Pinguin auch immer die Eier klauen, ne? Die waren jetzt gerade ziemlich surrounded. Ich habe jetzt irgendwie nämlich nicht getraut, das zu machen. Ja, habe ich eben auch mal gedacht, aber ist scheinbar scheißegal. Das ist mein Platz. Bauen wir ja lieber mal was an, Alter. Das ist halt richtig geil im Sommer, ne? Da freue ich mich schon wieder drauf. Den richtig schön. Mich hat Franz so ein bisschen vorgewarnt, Frühling und Sommer sollen auch kacke sein, weil da wird es halt viel regnen und gegen Regenschützen ist wohl richtig scheiße. Dann soll es dann ultra heiß werden, weil die Leute auch geschrieben haben, hey, warum macht ihr im Winter Salpeter an? Ne? Das ist halt für Sommerschutz. Halloi. Okay. Das macht halt echt Sinn, was die sagen. So, dann hier nochmal einen Zweig mitnehmen. Oh, alles, was rumliegt, nehmen wir einfach mit. Blume. Ja, Zweige sind so bastet. Blume. Oh, hier ist Monsterfleisch. Was oh, hier wurde gekämpft. Was ist das denn? Tentakel. Guten Tag. Die meinte ich. Guten. Okay, guck mal, wie lange du für so einen brauchst. Der fickt mich. Alter, das war richtig anstrengend. Aber der hat so eine Keule. Nee, das alte Fleisch. Alter, der hat mich richtig gefickt, hat er mich. Altes Fleisch können wir auch nicht so lange lagern, ne? Das ist auch kacke. Tentakelspitze ist halt wahrscheinlich interessant. Oh, das ist eine Waffe. Aber macht die Damage? Wollen wir mal testen? Am Schwein. Oh, das macht aber guten Schaden. Weiß nicht, ob, ne? Der sperrt normalerweise auch ziemlich reingebrüllert. Ja, schau mal die Schweine auf, ne? Aua. So, machen wir den hier oben. Okay. Eieiei, ich verliere wieder HP ohne Ende. Die machen ja so. Ich weiß nicht, ich droppe mal das Fleisch. Das Sticks. Okay. Also Fleisch ist auf jeden Fall geil. So, davon habe ich auf jeden Fall jetzt gut was dabei. Das ist nice. Ich habe ziemlich Leben gedroppt durch den. Aber ich glaube, der Speer ist besser. Also, ich weiß es nicht, aber.
Ja, aber das war das Vorgeschmack aufs Tentakelland. Das wird noch viel schlimmer. Naja, ich hab auch nur noch die Hälfte der AP. Ja, ich starte ja mit der Hälfte der AP, ne? So, ich guck mal nochmal ganz kurz. Wegen der. Also, wir können mit der Salbe arbeiten. Also, wenn wir jetzt so ein bisschen Asche machen, können wir auf dem Rückweg ziemlich viel heilen, wenn du willst. Au, aua, aua, aua. Das war nicht smart. Ich mach das mal. So. Hier ist Tentakelland. Beginnt, sagst du? Ja. Hier ist richtig Tentakel-Time, Alter. Und da sind auch richtig, richtig Spinnen-Paradise da unten. Kannst du mal hier so einen stacheligen Busch abbauen? Du hast doch alles mögliche Werkzeug dabei, oder? Ich weiß nicht, ob man den so abbaut, oder wenn ich da... Nee, nicht so. Okay. Ich dachte, so mit der Axt oder so, oder mit der... Nee, der macht er nicht, sonst würde es ja automatisch machen. Ah, guck mal hier. Spinn-City. Nee. Warte, kurz Waffe wechseln. Weil ich kann das Tentakel-Ding, oder? Nee, ich würde das Tentakel-Ding erstmal nicht nehmen. Hier, Schilf kannst du machen. Ey, das sind richtig viele. Ja, das ist auch das... Okay, hier müssen wir aufpassen. Also ja, gegen Spinnen. Deswegen meine ich ja, hier ist. Warte mal, die kämpfen gegeneinander. Das ist der Tentakel hat gerade eine Spinne gekillt. Alter, da vorne volle Hülle. Eine Drüse rum. Ja. Alter, what the fuck? Alter, die kämpfen sich gegenseitig. Alter, der droppt richtig viel, aber. Ja, wir lassen die fighten. Guck mal, wie viele Gelbe das sind, Alter. Guck mal, wie viel der aber killt davon. Ja, null. Ja, null? Alter, nicht wie viel. Alter, die essen sich auf. Oh, mir wird kalt. Kannst du Feuer? Nein. Nice. Boah, ich will gar nicht von dir angesprungen werden, du. Alter Schwede. Bester, guck mal, ja. Just das Positioning gefällt mir halt übelst oft nicht so. Schilf stackst du, ne? Ja. Ich drop das mal. Ich könnte es irgendwie nicht geben. Nee, du kannst Chester geben. Ach so. Schilf ist Chester. Seide auch wieder Chester, ne? Ja. Also die Spinnendinger. Was, mach mal ein bisschen cool. Asche. Ah, dann nimm mal Chester da weg. Nee, Chester brennt nicht. Chester ist undying. Ja, ja. Also ob undying ist, weiß ich nicht. Aber Feuer hat ihm bis jetzt noch nichts ausgemacht. Ey, da frisst du das Fleisch. Alter, die hat das Fleisch gegessen! Ja, das meine ich ja eben, die fressen die auch. Ich habe nicht genug Sanity für den Scheiß. Hast du genug zum Anfeuer? Alter, hast du genug, in den zu töten, oder? Ja, ja. Töten geht immer. Na doch, dann nimm das genau. Ich glaube, Spinnenseile kannst du bei ihm auch reintun. Und jetzt ja, noch die Asche einsammeln, das wäre wichtig. Ah, okay. Ah, du fuck jetzt bewusst ab, ne? Ja. Alter, was ist das hier? Weg. Alter, da oben ist einfach die Spinnenarme. So, kommen die Spinnen bis dahin? Ja. Aber Tentakel und Spinnen-Paradise ist da unten auf jeden Fall, Alter. Ich kann mal auf jeden Fall fallen, hast du recht. Vor allem, ja. Ich bin einfach in einem Gebiet, wo Spinnen mit Tentakel fighten und mein Champ sagt, endlich kann ich mal wieder Sanity besser haben. Toll. Der sagt bewusst Sanity, oder was? Nee, Alter, aber ich krieg Sanity Plus die ganze Zeit. Alter, die Spinne guckt da übel böse. Dann soll ich denn böse gucken, wie soll sterben? Alter, weg! Alter, run! Nimm die Tentakel und nicht mich! Alter, die Kampfbewegungen sind noch 10 von 10. So, okay. Aber das Monsterfleisch sollten wir auch wieder mitnehmen, ne? Weil du kannst damit ja jetzt geile Sachen machen. Hey, was hab ich denn hier? Ich habe eine Bauerfigur-Skizze. Die habe ich hingelegt. Die ist von mir. Okay. Das ist nichts Neues. Ich leg mal den Boomerang hier ganz kurz weg. Und weißt du, was ich jetzt mache? Was? Mach uns jetzt 85 Medikits. Oh. Oder wobei, so viel mache ich nicht, aber grob in die Richtung. Also Medikit würde ich gerade nehmen. Ich habe nämlich nichts, was gerade viel heilt. So. Ganz gerne die Spinne da vorne nochmal. Bitte. Ja, wenn wir noch mehr Sachen verbrennen, wäre das ziemlich geil. Ah, guck mal, da oben fighten. Warte, lass sie. Ja, oder sammel den Müll auch. Ja, das ist halt Genius, Alter. Das ist ja. Alter, hier. Also, du kannst ja einmal die Heilung auf jeden Fall nehmen. Oh, 20, das ist nett. Ich habe halt nur noch 85 Leben, ne? Also als Standardwert. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Asche. Hier, dein Boomerang nicht vergessen, ne? Ja, den lass ich jetzt trotzdem erstmal liegen. Ja, dann fuck die Jungs nochmal ab. Alter, die Baumhelligkeit ist aber echt krass. Ja. Kann man sich geben.
Müll dabei. So, ich habe jetzt Tentakel gespawnt. Spinnenteil. Alter, diese Postspinne immer, ne? Okay. Okay, ich glaube, alle Spinnen sind tot. Oh, guck mal, hier oben, hier sind noch richtig... Oh, hier ist noch richtig Paradise. Muss mal einsam gehen. Ich nehme die Dinger, aber du musst die Seide aufsammeln. Ja, das tun wir eher, also die Spinnen-Sachen tun wir... Ah, das sind Chester rein, ne? Der ist da unser Main. Oh, oh. Wie viele das sind. Oh, oh. Hier kann man nicht sprinten, das wird gefährlich gegen die Dinger. Wer ist die? Das ist so gut, Alter. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, ich habe danach immer mehr Sanity, aber... Warte, ist das mehr? Das wirkt nicht mehr. Okay, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr fightlastig. Das muss ich zugeben. Okay, es wird noch schlimmer, glaube ich, da unten. Weil da unten ist noch ein Erdloch. Genau, oder? So, irgendwas hat sich da gerade eingeklemmt. So, hier ist nämlich die Opferstelle. Und hier ist so ein Wiederbelebungsstein. Damit können wir 100 pro irgendwas machen. Ich weiß ja nur nicht was. Ah, und hier bin ich aus dem Wurmloch rausgekommen. Und... Warte mal, die Wölfe kommen. Wirklich? Ja, hörst du es? Nein. Alter, die bellen. Oh ja. Oh, da müssen wir aber am Feuer fighten oder so. Ich weiß, bin dann immer noch nicht sicher, ob die aktiv am Feuer... Nee, aber allein. Aber wir brauchen jetzt richtig viel Asche. Also ich muss mehr heilen. Wir haben richtig. Ich habe nur noch halbe HP, was jetzt nicht überragend ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich starte mit halber HP-Maxim. Ja, du wirst da auch nicht viel besser. So, da ist wieder Asche. Sehr gut. Asche, alles in Chester rein. Chester ist unser wandelndes Medikit. Okay, hier ist nochmal Asche. Hier ist Asche. Nimm Asche. Ja, komm. Asche. Okay, hier nach oben rechts. Hier sind nochmal Spinnen, da können wir nochmal fighten. Nee, die Wölfe! Ach. Nicht jetzt, nicht hier. Guck mal, du stirbst jetzt. Oh, Alter, rennen. Irgendwie müssen wir die Aggro halbwegs verteilen. Oder wir springen ins Wurmloch. Ich springe ins Wurmloch, Junge. Ich hau ab. Okay, zieh ja. Alter, du springst nicht, du bist stunlocked! Alter! Ich bin tot! Nein! Nein, renn weg! Ich renne! Scheiße, nein! Fuck! Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut! Nein, oh Chester! Das ist nicht gut! Du musst, Chester, ich guck mal Chester zu, wie der gefickt wird. Ich weiß nicht, also wenn Chester überlebt... Gefickt? Ja, aber du musst ja nur das Auge nehmen. Das Auge guckt aus... Nee, Chester ist tot. Chester kann wirklich sterben, scheiße. Die fressen gerade alles auf. Aber die erfrieren, die Dinger. Die fressen die ganze Zeit Fleisch oder sowas. Okay, ich hab hier Spinnensalben. Okay, Alter. Was brauch ich noch? Nehmen den Spinnensalben. Oh, warte, irgendwie Gras, glaube ich. Und das war's. Okay. Okay, überleben. Geh mal weg von mir, Alter. Meine Sanity ist aber null. Achso, Entschuldigung. Verräterisches Herz. Oh nein, wir haben ein Problem. Was denn? Ich kann das nicht machen, weil ich nicht 40 Gesundheit verlieren kann, weil ich nicht genug Leben habe. Okay, dann muss ich erst so eine Salbe machen oder sowas, ne? Salbe brauchst du Stein. Warte, gekochter Happen. Asche. Oh, Alter, weg mit dir! Alter, meine Fresse. Alter, dein Tageland war überhaupt keine gute Idee. War eine sehr gute Idee. Das ist halt nur ein bisschen spannend. Okay, komm her. Hast du's? Ja. Scheiße. Also Alter. Danke, aber... Ich habe halt 4 HP, Alter. Oh, okay. Ich bin halt nackt. Okay, also hier war noch ein bisschen Restzeug, ne? Wir müssen da unten hin, aber ich hoffe mal, dass die jetzt einfach weg sind. So. Und wir müssen die ganze Zeit sich bewegen. Keiner bleibt irgendwie stehen. Aber das Problem ist halt, wir in 2 Stunden ist halt tiefe Nacht. Ja, deswegen müssen wir ja zu meinem Körper. Die haben jetzt nur das Fleisch gegessen und so. Hier. Okay. Alter, okay. Also ich kann auf jeden Fall gleich Feuer machen, glaube ich. Okay, hier oben wurde ich gefickt und hab gegen gefickt. Hier ist noch nichts Monsterfleisch. Oh, ich bin tot. Oh. Scheiße. Okay, fucking warte mal, Tentakel wanted. Ich hatte 12 HP. So, Jesus, bin ich für ein dummer Spasti.
So, ich habe es in richtige Szene, die Probleme. Oh, Wormloch, oh. Wo bist du hin? Ich bin, brauche dich. Ich bin im Wormloch. Komm wieder zurück. Ich komme zurück. What the fuck? Geh dich nicht. Da bin ich. Komm her, komm her, komm her. Weg vom Wormloch. Alter, ich habe auch nur noch 5 HP. Vor allem, ich habe jetzt einfach... Und Chess, das Auge ist zu. Das heißt? Na, ich glaube, er kommt nicht wieder. Komm her. Ja? Ich komm her, ja. Komm her. Alles gut. Oh mein Gott, ich habe standardmäßig jetzt 50 HP, Alter. Das ist halt einfach negativ. Okay, also wir haben die Wölfe überlebt im krassesten Gebiet EU. Wir sind also hungrig geht's, aber die haben unser ganzes Essen gefressen. Ich kann jetzt noch Monsterfleisch machen. Ich hab halt keine Waffe. Waffe kann ich dir eine geben, oder? Waffe ist bei mir Main, ja. Geil. So. Was zum Fick? So, das macht keinen Spaß, Leute. Nein! Oh! Was denn? Gut. Ich wollte die schwarzen Feder nehmen und hätte fast den Busch aufgenommen. Ich glaube, der Busch. Ah, der wäre jetzt gestorben. Der Bus hätte nicht getötet, wird gesagt. Hey, der Busch hätte nicht getötet. Ich habe nichts zu essen. Ich kann keinen Schmortopf machen. Ich habe zur übelste Kohle, aber kann keinen Topf machen, weil für einen Topf brauchen wir Stein. Und zwar richtig viel. Ich habe Stein. Wie viel? Ja, 9. 9? Oh, 9 könnte eventuell genau ausreichen, oder? Ja! Was machst du? Ich mache uns einen Schmortopf, Junge. Oh, Alter, wir sind einfach Überlebenskünstler. So, jetzt müssen wir aber da was reintun. Das Monsterfleisch ist hier oben rechts. Ja, ein Monsterfleisch ist nicht das Problem. Wir müssen... wir brauchen Bären oder so. Puh. Ich habe jetzt nämlich nur Monsterfleisch. So, okay. Wenn wir Asche finden, kann ich auch uns viel Salbe machen, wenn du willst. Aber ich traue mich jetzt hier nicht, den Busch da unten anzuzünden, weil ich da immer so ein bisschen HP verliere, habe ich das Gefühl. Wie viel HP hast du denn? 10. Ja, nee, also wir sind hier in der Todeszone, so. Ja, ja, und das auch noch bewusst. Aber ich muss auch sagen, also das war jetzt der krasseste Adrenalinkick bis jetzt. Aber bei mir ist halt, kennst du dieses Gefühl, dieses Instant, boah, Alter, das nächste Mal mache ich alles besser? Aber das habe ich ja halt ultra. Aber ich will halt, anders als ich mir auch, Alter, wir sind bei Tag 29, ich will jetzt nicht sterben. Vor allem, wir sind ja direkt neben dem Wiederbelebungsstand. Vor allem, wir sind ja vor dem Meme-Tag, wo die Leute gesagt haben, Tag 30 seid ihr tot. Der fängt jetzt an und wir sind nackt. Jo. So, wir rennen jetzt hier, der Topf war eine übel dumme Idee, ne? Den Topf lassen wir jetzt einfach hier stehen, der war jetzt nur für mentale Zwecke da. Apropos mentale Zwecke, meine Sanity ist nicht mehr ganz on point. Eigentlich ist sie gar nichts am Point, sind wir mal ehrlich. Ne? Mein Magen ist halb leer, meine Sinne ist nicht. Ja, wir rennen jetzt auch sofort zurück zur Base. Also wir müssen jetzt zurück. Das war mit dem Schmortopf, weißt du, das ist unser erstes Basislager, okay? Wenn wir wieder hier hin wollen, wo geht denn eigentlich das Wurmloch hin, by the way? Keine Ahnung. Ist das unsere Base? Nee. Oh doch, probier mal aus. Ich habe keine Sanity, aber du hörst schon. Nee, ich gehe da nicht rein. Doch, also ich bin nicht gestorben auf der anderen Seite. Aber das du warst ein Geist, Junge, deswegen bist du nicht gestorben. Du hast nämlich gestunlocked haben, während ich ins Wurmloch gesprungen bin. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das eine Game-Mechanik ist. Vor allem, ich war das ja schon drin mit 3/4 meines Körpers. Und dann haben die mich rausgezerrt. Das ist Chester so, hier schlafen oben ist, okay. Ist einfach meine Weiße. Ja, da müssen wir jetzt aber gucken. Dass wir, der scheiß Helm, Alter. Oh, weg mit die... Oh, fucking hell. Wie kann ich denn zweimal an derselben Stelle okay, stehen? Aber da kann ich jetzt auch nicht, ich kann dich jetzt nicht wiederbeleben, ich habe nicht genug HP, so. Ja, ich laufe dir jetzt hinterher. Bis du in der Base bist. Es war nicht vernünftig, das zu tun. Okay, also ich habe jetzt ein bisschen Plus gemacht. Okay. Mein Gott, weißt du, ich sterb da an der Tentakel, sehe mein Zeug und denk mir, erste Reaktion, nochmal zur Tentakel. Alter, ich bin halt einfach ein geistig dummer Mensch. Es tut mir so leid, dass ihr euch das angucken müsst, Leute. Aber Tag 30 scheint echt Tag Day of Reckoning. Obwohl, ja, aber warum man gerackt wird, wir noch gar nicht gesehen haben. So, warte mal. Ich muss erstmal auf jeden Fall hier noch Gräser einsammeln. Das Ding muss ich dodgen. So, ihr seid auch freundlich, ne? Ich hab die ganzen Schinken wurden auch alle gegessen. Geh jetzt einfach zum Kühlschrank und fress jetzt erstmal alles auf. Ich glaube, im Kühlschrank ist gar nichts, oder? Doch. Ah, aber ich habe 9 Sachen getrocknet. Die sind ja safe da. Ja, siehst du, mein getrocknetes Fleisch haben die halt auch alles gefressen, ne? Ja, aber Scheiße. Also ich habe ja Neues gemacht. Geht weg, Pinguine, gib dir die Eier. Ba, ba. Oh. Ich treib eins zu dir. Alter, der chase dich oder was? Nein, ich chase dich. Okay. So. Scheiße. Okay, also erstmal muss ich heilen. Dann brauche ich Asche.
Nee, du kannst hier mit dem Trockenfleisch heilen. Das hat auch recht viel. Nee, ich muss ja dich heilen. Das stimmt. So, die Kanickel sollst du aber trotzdem jetzt erstmal nicht kochen. Ja, die bringt die aber um. Nein, bring die erstmal nicht um. So nicht? Ja, ich will erstmal gucken, ob wir mit diesen vier Kanickeln nicht was machen können. Also ja. Hier oben ist auch noch eine Kanickelfalle. Jetzt keine Bären oder sowas eingesammelt, ne? Das war eigentlich ziemlich dumm. Aber du hast gesagt, ich kann. Wie wieder? Ja. Das muss ich noch machen. Jetzt Eis abbauen. Ich muss machen. Mach das. Verdammte Scheiße. Ha, fucking hell, Leute. Es tut mir leid. Also der erste Tod, der war akzeptabel, der zweite war halt leider völlig geboostet. Report worthy. Aber es sind halt alles Fehler, die ich nie wieder machen werde. Aber einmal macht man sie leider. Und offensichtlich auch zweimal. So, Sanity Drop bei mir, übelste Sorte. Könnte an dem Geist neben dir liegen. In meiner Theorie mit dabei. Chester! Hast du die Sachen mit? Oh, du bist leer. Schade. Oh, der hat die Eier wieder aufgenommen. Der Pinguin, ja, scheiße. Ich frag mich, ob ich nicht einfach zu diesem Wiederbelebungsstein gehen kann. Was soll denn passieren? Also wahrscheinlich ist das eine Game Mechanic. Wäre der Name halt echt weird gewählt. Soll ich da mal hin? Ich meine, ich bin halt legit direkt daneben gestorben und kam nicht auf die Idee. Aber ich könnte halt mal hin, ne? Nimmst du eigentlich auch auf? Ach shit, nee. Nimm mal gerade auch auf, damit ich die Möglichkeit habe, wenn jetzt bei dir bei Tag 30 die Hölle ausbricht. Ja, sorry, ich bin so dumm. Das ist kein Problem, es passiert jetzt einmal. Wo war denn das Wurm noch hier? Alter, mein Hunger ist größer geworden. So, wie sieht denn das mit der Wiederbelebung aus für mich? Ist das... Der Schmortopf hat geschmort. Okay, also ich renne jetzt noch einmal darüber, gucke, ob ich mich mit diesem Stein da wiederbeleben kann. Was halt ziemlich sick wäre und ziemlich dumm dann im Nachhinein, dass ich nicht das direkt da gemacht habe. Nein, die Asche ist weggeflogen. Verdammte, verfickte Scheiße. Ich zünde jetzt unser eklige Pampe an. Ja. Das ist das Beste, halt, das ist halt nicht meine Übertreibung, das Ding heißt wirklich... Das war das falsche Wurmloch. Ach, fick dich doch. Hä? So, da muss das richtige Wurmloch sein. Auch hier rein. Ja, wir sind doch hier von links gekommen. Was für ein Wurmloch haben wir denn genommen? Ah, das da unten. Mann, Asche. Leute. Nee, ich muss halt nur essen, merke ich gerade. Ich brauche gar nicht mal die Asche. Ich brauche einfach nur legit die HP. Ja, aber Heilungssalbe, du musst mich auch wiederbeleben, ne? Ja, deswegen. So, 32. 40. Aber was passiert jetzt an Tag 30? Hey, du kannst jetzt herkommen. Ja, ich würde jetzt trotzdem noch einmal gucken, ob ich mich auch beim Wiederbelebungsportal wiederbeleben kann, weißt du? Gott sei Dank ist es ja hier irgendwie gar nicht dunkel. Boah, Alter, ich habe gerade irgendwie richtig Panik, irgendwie durch irgendwas Sinnloses, Dummes zu sterben. Ja, vor allem Tag 30, alle labern die ganze Zeit. Alle hypen den Tag. Ich höre irgendwas. Maxim. Tony, komm bitte her. Okay, ich komme. Bin ich alleine sterben? Ich komme. Ich habe gerade so ein gehört. Okay, hast du Sanity? Ja, ich habe noch relativ viel, aber sie droppt fast. Okay, ich komme. Ich höre schon wieder so ein Graulen. Oh Gott. Das ist so ein lautes Hauchen, ist das. Oh. Maxim, das ist einfach nur so ging das. Das ist ein richtig schlechter Horrorfilm. Okay. Schon wieder! Oh Gott, Maxi. Es kommt jetzt noch Wind dazu. Okay, ich bin bald da. Mach dir keine Sorgen. Du belebst dich wieder und dann kämpfe ich für dich. Oh Gott. Hörst du das? Ja. Und über meinen Geist stand auch. Komm, hau rein. Oh, es stampft! Irgendwas stampft! Oh, okay. Oh Gott! Okay! Was macht der?
Macht er unser Feuer tot? What? Er macht unsere... Oh mein Gott, das ist Eis! Fuck! Fuck! Der macht unsere Bars kaputt, ne? Aber er guckt nur böse. Moa! Ne, der jagt Chester. Chester ist wieder MVP, Leute. Okay, Chester ist tot. Es ist dunkel! Warum leuchtest du? Hast du meine Sachen aufgesammelt? Hast du die Leuchtzentrale? Ich will erst mal was sehen. Okay. Fuck. Sucht er uns? Alter, ich hab keinen Bock mehr. Auf sowas bereitet einem halt keiner was vor. Der hat einfach Eis verstreut. Verstreut, Alter? Der Chester hat uns schon wieder das Leben gerettet. Alter, Chester ist einfach MVP. Hier, ich geb dir mal einen Happen zu essen, Junge. Alter, das ist halt... Aber er ist anscheinend weg. Und unsere Basis wurde halt ein bisschen zertrümmert, aber geht ja eigentlich noch. Ich glaube, die Maschine hat er außer Acht gelassen. Eieiei. Ja, Leute, damit endet diese Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es morgen weitergeht, dann schaltet ihr einfach bei Maxim ein. Weil jetzt ist die Kacke am Dampfen, Alter. Tschüssi. Ich will nicht.